Vergrößern, Verkleinern. Mona Bartel schlägt überraschenderweise Magdalene Rybarikova. Urheberrecht Getty Images. Die an Nummer 2 gesetzte Slowakin Magdalene Rybarikova muss in Nottingham eine unerwartete Pleite hinnehmen. Die deutsche Mona Bartel erwischt einen super Tag. Die frühere Fed Cup-Spielerin Mona Bartel hat beim WTA-Turnier in Nottingham für eine Überraschung gesorgt. Bartel, 27, setzte sich im Achtelfinale nach 2:13 Stunden mit 6:3, 1:6, 7:5 gegen die an Position 2 gesetzte Slowakin Magdalene Rybarikova durch. In der Runde der letzten 8 trifft die einzige deutsche Teilnehmerin beim Rasenturnier auf Donna Vekic, Kroatien, Nummer 6 oder Vera Lepko, Weißrussland. Die Weltranglisten -117. Punkt. Bartel hatte zum Auftakt die britische Lokalmatadorin Katie Swan 7:6, 7:5, 7:5 besiegt.